Herzlich willkommen zurück bei Evoland. Wir befinden uns in der dritten Dimension, haben wir in der letzten Folge gerade nochmal bekommen. Inzwischen laufen wir hier wirklich als 3D-Charaktere rum, allerdings in einer Welt ohne jegliche Texturen. Das sieht jetzt schon anders aus. Wir haben hier, eine neue Kiste. Wir befinden uns jetzt, das habe ich ja letztes Mal schon angedeutet, inzwischen... Obwohl, das hier ist schon fast 2000. Das ist ja schon fast PlayStation 1. Ja, vielleicht sogar schon PlayStation 2. 16-Bit-Musik. Yeah, auch die Musik entwickelt sich weiter. Hören wir mal ein bisschen rein. Naja, ich würde noch nicht sagen, das ist nicht PlayStation 2. Das ist wirklich PlayStation 1. Ich muss mal aufpassen hier. Komm her. Komm her. So, zack. Eins weniger. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Wir laufen jetzt auf der gleichen Karte rum wie vorher. Was haben wir hier? Herzen. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Das ist gut. So, zack. Auf jeden Fall... Oh, siehst du mal? Da bin ich jetzt... Ah, da oben sehe ich jetzt oben rechts, wie sich ein Viertel meines Herzens weggezaubert hat. Aber immerhin. 2000 kam die PlayStation 2 raus. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Ein paar Upgrades können wir noch vertragen, bis wir bei PlayStation 2 sind. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr Schaden einheimse. So. Die ganzen Monster wegmachen. Wir sind ja jetzt hier nicht mehr im rundenbasierten Kampf. Gerade. Komm her! Bleib stehen, du Oktopus. Du Laufender. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, wir müssen zurück zum Dorf, ne? Denn im Dorf war ja Terror angesagt. Wegen Kristall und so. Aber hier können wir nochmal einen Seitenweg nehmen. Und so ein bisschen uns umgucken. Vielleicht finden wir hier noch ein Upgrade. Ich bin voll Upgrade-geil gerade. Ich bin gespannt, was die Entwickler hier als nächstes für uns bereithalten. Hier ist nämlich eine. Freigeschaltete gepixelte Texturen. Bisher waren wir nämlich noch in gar keiner... wir hatten noch gar keine Texturen, das waren einfach nur Farben. Sieht schon gleich ganz anders aus wieder, ne? Ist echt witzig. Also ich kann mich noch teilweise an Spiele erinnern, die so aussahen. Nightmare Creatures war so ein Spiel. Ich glaube, das war auch PlayStation 1. Das war mit so Monstern, mit Werwölfen und alles möglichen. Das war super. Das habe ich total gerne gemacht. Das sah ungefähr von den Texturen jetzt her so aus. Natürlich nicht von den Models. Die war natürlich etwas scarier und ist alles etwas dunkler. Oh, guck mal, da ist auch noch eine Kiste. Da kommen wir auch. Kommen wir da hin? Oh, dammit, da kommen wir nicht hin. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen von der anderen Seite hin. Da würde ich jetzt noch mal ganz kurz hinlaufen. Da sind sogar zwei Kisten. Was ist denn, wenn man hier eigentlich eine Kiste übersieht? Bleibt man dann stecken? Evolutioniert man sich dann nicht mehr weiter? Das wäre ja doof. So. Hinfort, ihr Büsche. Eins, was haben wir hier? Ein Stern! Ah, das sind dann vielleicht so optionale Sachen. Was haben wir hier? Noch ein Stern. Nein, ach. Die Karten und die Sterne. Okay, das sind also die Special-Kisten, die sind dann hier irgendwo. Weil wenn man jetzt irgendwie eine von den wichtigen Sachen... Obwohl, ich hätte die 3D-Kiste nicht bekommen, dann hätten wir jetzt zwar gepixelte Texturen... Aber keine 3D, dritte Dimension. Das wäre ja irgendwie total doof. So. Die Xbox. Wann kam denn die eigentlich raus? Ich glaube, die kam erst später raus, ne? Die war auch schon nicht mehr 16-Bit. Oder so, sondern die war schon wesentlich mehr. Oder auch 32-Bit. Die war schon, glaube ich, 128 oder 256 oder was weiß ich. So, wieso kommen wir hier nicht weiter? Ich dachte, hier geht's zum Dorf. Habe ich da was falsch verstanden oder wie? Oder was? Die ganzen Shader und sowas, das kam ja auch alles erst später. Das erste 3D-Spiel, das ich gespielt habe, war Doom. Doom 1, wohlgemerkt. Hier sind wir im Dorf. Wieso konnten wir denn da vorher nicht durch? Total dämlich. Scheißbüsche. So, Dimensionsstein passiert. War ja immer schon so klein. Ihr seid wieder am Spielbeginn. Sind wir? Tatsächlich. Ist ja unfassbar. Da haben die sich ja richtig was bei gedacht hier, die Entwickler. Hätte man ja nicht glauben können, ne? Dass Computerentwickler sich sowas bei denken.
So, ich glaube, unten war auch noch ein zweiter Dimensionsstein. Die Monster sind sogar an der gleichen Stelle. Guck mal, wie niedlich dieser Kaktus hier aussieht. Ich dachte, das wäre eine Blume gewesen. Und die kleinen Brücken hier. Jupp, jupp. Sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ah, der Speicherpunkt. Guck mal, der ist gar nicht gepixelt hier, der Speicherpunkt. Was ist denn hier los? So, wo war jetzt der andere Dimensionsstein? Oh, ich brauche eine Karte. Hier. Und eine Kiste. Yeah. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben wieder auffüllen könnt. Ist ja super. Auch eine sehr gute Erfindung gewesen von den Spieleentwicklern. Das war ja auch so eine Sache. Teilweise sind die Spiele ja so unbalanced, wenn man die heute spielt. Sag bloß, wir haben jetzt Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Ja, das stimmt wohl. Ach, wie schön. Gefällt mir das. So. Auch wenn wir... Hier, wenn wir das jetzt aufnehmen. Nee, das nicht. Das nun auch wieder nicht. Aber immerhin, wir können jetzt unsere Lebensenergie wieder auffüllen. Das war ja bisher alles ganz schön tricky. Haben wir aber relativ gut hinter uns gemacht. Ich glaube, wir sind nur zweimal gestorben. Insgesamt. Zweimal ist man vertretbar. So, komm her. Ich glaube, das Freeware-Game ist wesentlich schwieriger. Ich habe das nicht lange gespielt. Aber wie gesagt, diese Freeware-Version gibt es auch noch. Ich kann die auch mal verlinken. Wahrscheinlich habe ich sie schon längst verlinkt. Da hinten ist eine Kiste. Die Kiste haben. Yeah. Ach, die Karte Wespe für eine Partie Doppelzwilling. Bin ich ja mal gespannt, was es damit auf sich hat, wenn wir am Ende dann vielleicht dieses Doppelzwilling spielen müssen. So. Haben wir schon alles durchforstet? Ne, haben wir noch nicht. Deswegen, hier ist die nächste Kiste. Na, was glaubt ihr? Ach, ein Stern. Ich glaube, als nächstes kriegen wir nicht mehr gepixelte Texturen, sondern richtige, durchgehende Texturen. Oder hoch aufgelöste Texturen. Wir sind jetzt im 16-Bit-Bereich, glaube ich, hatte er gemeint. Vielleicht ist auch 32-Bit. Hat die Texturen, wusste ich's doch. Guck an. Ah, wie schön das jetzt schon aussieht. Wir haben noch zwar immer noch keine Schatten. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Okay. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held! Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück und gucke mir nochmal rum, ob ich nichts vergessen habe. Da oben ist nämlich noch eine Kiste zum Beispiel. Wir wollen ja nicht irgendwelche Karten zurücklassen. Oder Sterne. Ja. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Und dann kriegen wir das Super-Mega-Update und können uns ein Add-on runterladen. Add-on müssen wir ja auch noch irgendwie... erfinden. Das ist ja auch so eine Erfindung der neueren Zeit. Add-ons, DLCs, all das gab es früher nicht. Da hast du einmal ein Spiel gekauft und dann hast du das Spiel auch komplett gehabt. So. Wir finden uns als 3D-Figur auf der 2D-Karte. Dreidimensionale Welt. Yeah. Das heißt, wir sind jetzt auch in dieser Ansicht in der dritten Dimension. Und hier sind die Höhlen. Die Noria-Mine. Sieht schon ganz nett aus. Was ist denn jetzt hier los? Zack. Die kann ich nicht mehr anstoßen. Ah, was passiert jetzt? Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Was? Lichter? Ich kann jetzt bestimmt... Ach, komm. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Das heißt, ich gehe da nicht lang, oder was? Gehen wir halt den nicht gefährlichen Weg. Na toll. Alles zu hier. Klapp mal dein Visier runter und beiß die Zähne zusammen. Da ist... Huch. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Ach was. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Das sind ja dramatische Dialoge. Die müssen wir auch noch freischalten. Zerbrechliche Töpfe. Endlich! Keramik zertrümmern. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hasse Keramik. Alles, was Tontopf ist, muss sterben. Druckplatten haben wir freigeschaltet. Nicht gerade vor Dox, ja. Nummer 1. So, können wir eigentlich schon laufen? Das müssen wir auch noch freischalten. Yeah. Wahnsinn.
ein Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ja, ganz schön austeilen hier gegenüber ihren Kollegen, den früheren. Freigeschaltet roter Zauberer. Uah, was? Du dreckiger... Uah, was? Willst du mich verarschen? Alter, den hätte ich mal lieber nicht freigeschaltet. Dreckiges Vieh. So, nächste Kiste. Fallenraum. Ja, das stimmt wohl. Ja. Na gut, das war ja noch eine kleine Falle. Mit drei kleinen Fledermäusen. Ah, ob das gleiche jetzt nochmal passiert? Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Für einen Stuhl. Na, so, was sind denn jetzt die anderen Dinger hier eigentlich auch aufgegangen? Oh, guck mal, hier ist noch eine kaputte Wand. Können wir die nicht kaputt machen? Nein. So, hier ist noch alles zu. Ja, ist noch alles zu. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin und machen die Tür auf. Und hoffen, dass ich uns dadurch... Er braucht bloß mal eine Umarmung. Sehr gut. Ja. Oh. Gott sei Dank lässt er nochmal ein bisschen Herz fallen hier, Leben fallen. So. Oh, schon wieder so eine Tür, so eine Kiste, die hier... Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Tja, in der Nähe, das meint wohl hier unten. Oh, nicht schon wieder so ein Zauberer! Bist du? Oh Mann! Und ich darf hier nur ein einziges Mal anhauen. Ich verliere hier meinen roten Lebenssaft. Schon wieder ist irgendetwas irgendwo passiert. Hoffentlich sind die jetzt alle oben. Tipp läuft immer nach links oder weiß rechts. Guck ich mal hier unten, hier geht's nicht weiter. Ich frage mich, ob ich jetzt kurz mal nach hinten laufen soll. Das kann man ja hier sehen. Na, hier sind die Truhen noch nicht. Dammit. Nicht freigeschaltet. Da muss doch irgendwo anders ein Mechanismus sein. So, Labyrinth. Leute, Leute, Leute. Wenn ich mich da mal nicht verlaufe. Ah, Lebensenergie. Ist immer gut. Weh, die fällt jetzt ins Wasser. So, den Schlüssel, haben wir den schon? Ne, haben wir natürlich nicht. Und nun... Oh. Könnte mal für die Musik auch nochmal wieder ein Update gebrauchen. So, wieso haben die jetzt eigentlich keine... Manchmal droppen die nur, ne? Könnten ja mal droppen. Hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. So. Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Das wissen wir. Für eine Tür, die da hinten ist. Schau ich nochmal hier weiter. Ja, hier geht es nämlich wieder in eine Karte oder einen Stern oder einen Scheiß. Oder einen Stern natürlich. Was ist das eigentlich mit Sternen? Warum ist in so vielen Computerspielen es irgendwie Pflicht oder total toll, Sterne aufzusammeln? Geldmünzen verstehe ich ja noch, aber Sterne? Hat doch keinen Sinn eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Er will nur eine Umarmung und er auch, ich weiß. Nicht sandwichen hier, die dreckigen Skelette. Oh, mach mal drauf jetzt hier. Ich habe schon so oft getroffen. Ach, der blockt oder was? Der fiese Möb. Oh Mann, ey, ich bin gleich tot. Wuhu! Nervtötendes Geräusch freigeschaltet. Sehr gut. Ah, schön. Nix da. Komm her. Oh Mann! Verschiebbarer Klotz. Ah, verstehe. Auch das sind Mechanismen, die man schon mal gesehen hat in Spielen.
Aber wird jetzt in diesem Spiel wird einem so ein wenig klar. Herz ist gut. Herz brauche ich. Auch ein Herz gedroppt. Ah, oh, damn it. So. Hier nochmal ein verschiebbarer. Aber jetzt wird, das wollte ich vorhin sagen, jetzt wird einem jetzt in diesem Spiel so nach und nach klar, was es alles für Elemente gibt. Eigentlich ganz cool. So, hier geht eine Tür auf. Und ich glaube, es ist gleich auch mal Folgenende, wenn wir hier durch dieses Labyrinth gelaufen sind. Immerhin haben wir in dieser Folge tatsächlich HD-Texturen bekommen und alles. Und ziemlich auf die Mütze haben wir auch bekommen. Ach komm, verarsch mich doch. Ach! Diese Skelette sind ja irgendwie unangenehm. Aua! Ah! Ich muss mich echt konzentrieren bei 3 Skeletten. Die blocken die ganze Zeit. Einer weniger. So. Ich glaube, das mache ich jetzt hier nochmal fertig. Und danach ist Folgenende. Kannst du nicht. Könnt ihr nicht Gewissen und Lust kaputt machen. Geht doch nicht. So. Nein! Oh, block nicht immer. Ja. So, das ist jetzt hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, Akkordarbeit. Fleißarbeit. So, das wollte ich sagen. Fleißarbeit und vor allen Dingen schmerzhafte Arbeit. Alle schönen Herzen, die ich vorhin aufgesammelt habe, aus irgendwelchen Keramikpötten, sind schon wieder weg. So. Gott sei Dank. Sollen wir noch gucken, was hier drin ist? Sollen wir noch gucken? Sollen wir noch gucken? In dieser Folge noch? Soll ich noch gucken, was hier drin ist?